Hallo, ich bin's, Kimlian, und heute habe ich einen Haul für dich. Ich war wieder ein bisschen shoppen und es haben sich ein paar Sachen zusammengefunden, die ich dir jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar fange ich an gleich mit dem ersten Teil. Das ist im Moment mein absolutes Favorite. Das ist so voll eigentlich das Gegenteil von dem, was ich jetzt trage. Ich trage jetzt so eine Rosenkette zu dem Kleid hier. Und das ist so ein bisschen, ja, edgier würde ich es nennen. Das ist so ein Zahn, so ein Haifischzahn. Sie ist ein bisschen länger und man trägt sie dann halt einfach weiter unten, wenn man irgendwie ein Shirt oder so anhat. Und ich finde, die verleiht allem irgendwie so ein bisschen Edginess oder ich kann es irgendwie nicht beschreiben, aber ich finde die so geil. Ich habe die bei meiner lieben Freundin Kira gesehen, dachte mir schon so, wow, was geht, wo ist so die Kette her und so. Und sie nur so H&M. Und dann sind wir da hingetigert und ich habe sie mir jetzt auch geholt, also danke nochmal für den Tipp. Und ja, ich bin total verliebt. Ich finde die richtig, richtig cool. Kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Dann als nächstes habe ich hier Beauty-Krams liegen. Und zwar von Kiko. Also ich habe mir einmal diesen Lippenstift hier mitgenommen. Das ist die 502. Und der sieht so aus. Silbern verpackt, wieder so ganz klassisch à la Kiko. Und ist so ein, oh mein Gott, wie ich das liebe, wenn die Oberfläche noch so spiegelig ist. Oh, so richtig geil. Ich traue mich nie, die zum ersten Mal zu verwenden. Das ist immer ganz schlimm bei mir. Wie auch immer, ist einfach so ein ganz natürlicher Ton. Ich finde sie wunderschön. Also so eine richtige Better Than Your Lips Farbe. So Make-up für die Lippen nenne ich es immer. Solche natürlichen Farben finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich hier noch zwei Pinsel liegen, die ich mir mitgenommen habe. Einmal den 200er und der ist ein bisschen ähnlich dem von MAC. Und zwar, ich schaue dir kurz nach, welchem genau. Dem 224er. Also die sind wirklich beide oben sehr fluffy und perfekt zum Verblenden. Also wenn du das Eyeshadow aufgetragen hast praktisch, kannst du mit dem ideal die Kanten verblenden und das Ganze richtig schön smoky machen. Die fühlen sich genau gleich an. Also ich habe das gleich im Laden noch getestet, bevor ich ihn gekauft habe. Und das ist wirklich ein perfekter Dupe. Also den habe ich eigentlich nur gekauft, damit ich dir eine Alternative zu dem teuren von MAC hier zeigen kann. Ach, ganz selbstlos. Nein, also ich werde ihn auf jeden Fall auch verwenden. Das war nur so eine gute Ausrede. Und generell, also mein Ansporn war schon das. Aber ja, dann hier zum nächsten Pinsel. Das ist der 213er. Und der ist nicht wirklich zu vergleichen mit einem MAC-Pinsel, den ich habe. Er ist einfach, ja, er ist einfach ganz speziell. Er ist ganz besonders auf seine Art und Weise. Und ich finde den halt sehr cool, weil er zum einen so breit ist und zum anderen aber ziemlich fest. Also mit dem kann man richtig gut irgendwie für Smoky Eyes zum Beispiel voll in die Farbe reingehen und das dann richtig schichten. Also der ist schon sehr festgebunden und aber größer als jetzt diese winzigen von MAC hier. Also bei denen brauchst du ja ewig. Und das ist eigentlich so die gleiche Stärke, aber in groß. Dann wieder weiter zum nächsten Teil, das ist wieder Fashion. Also ich wechsle da irgendwie gerade so ein bisschen querbeet. Das habe ich reduziert gekauft um 4 Euro. Und deshalb dann gleich zwei mitgenommen, zwei Shirts, weil ich einfach im Sommer so Tanktops liebe. Also einfach die mit den zarteren Trägern und ganz schlicht. Und ich finde das hier richtig geil, weil es gibt ja diese Jeans, die jetzt so voll im Trend sind, mit den Waschungen, beziehungsweise so mit Säure wird es, glaube ich, geätzt. Und das hier ist einfach richtig geil, weil auf eine Hose, so eine in dem Stil, habe ich keinen Bock. Und deshalb ist das hier eine sehr gute Alternative, weil das Muster gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und das habe ich mir auch gleich geholt in Grau. Das sieht man hier. Also nochmal im Prinzip genau das Gleiche. Richtig genial. Perfekt so zu einem, mit einem Maxi-Rock tragen, mit einem einfarbigen. Oder für Shorts, Jeans-Shorts. Das ist auch sehr, sehr cool, einfach um dem Ganzen nochmal so einen Pep zu geben. Und ja, richtig geil. Und dann habe ich hier noch diesen Monokini gekauft. Den habe ich total vergessen herzuzeigen. Also ich habe ihn nur auf Instagram gepostet, schon vor ein paar Wochen. Und
ja, ich dachte mir, den zeige ich auch noch her. Hat 20 Euro gekostet. So sieht das Teil aus. Und das Material ist auch richtig schön. Also es hat so ein paar Löcher und aber dahinter nochmal Stoff. Und es haben einige, das fand ich sehr, sehr amüsant, oder einige, es hat irgendjemand kommentiert, dass das doch sehr sexy sei. Und dann haben wieder andere geschrieben, dass man im Bikini ja eigentlich noch viel mehr Haut zeigt als in so einem Teil. Und ich finde, das stimmt. Also ich weiß nicht, sag du mal, findest du das besonders sexy und wenn ja, warum? Ich finde es eigentlich auf dem gleichen Level wie ein Bikini, aber ich finde es einfach noch einen Tick hübscher. Würde mich sehr interessieren, was du zu dieser sexy Sache da zu sagen hast. Jetzt geht's weiter mit einem Accessoire. Besser gesagt mit zwei Accessoires, die da liegen. Und zwar einmal mit einer Brille von H&M, einer Sonnenbrille, mit so einem Aztekenmuster, mit so einem ganz bunten. Und die finde ich perfekt, um irgendwie auf ein Festival oder so zu gehen. Ist richtig geil. Haha. Ich meine, man sollte es halt dann nicht mit irgendwie auch noch so einem Top zusammenpaaren oder so. Aber ja, selbst wenn, auf einem Festival ist eigentlich eh alles total wurscht. Ich finde sie auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich chillig. Zum zweiten Accessoire, das ist eine Kette. Und zwar, ich zeige heute gleich zwei Ketten her, hey! Und alle irgendwie in einem anderen Stil. Die als Rose, dann die andere als Haifischzahn und die hier mit solchen Federn. Also ich kann es mal zeigen. Ich habe da drüben immer übrigens den Monitor, deshalb schaue ich oft darüber, um zu sehen, ob du eh alles schön siehst. So sollte es eigentlich mehr oder weniger passen. Ja, so ungefähr. Also, ist einfach so ein bisschen so eine Native-Kette, Native angehaucht und die finde ich echt irre schön. Also ich habe sie gerade immer so mit diesen Tops hier ganz viel getragen. Da passt es einfach genial dazu, finde ich. Von Forever 21 für um die, ich denke 12 Euro oder so hat die gekostet. Jetzt zeige ich dir wieder ein Shirt und zwar wieder so ein Tanktop-mäßiges. Von Forever 21 und das ist total süß, finde ich, als Basic mit Shorts, hinten auch wieder ein bisschen länger als vorne, sprich man kann das total cool vorne einfach reinstecken und hat hier diese ganze Leiste bis nach unten entlang, so kleine Knöpfchen, das finde ich auch sehr süß, wie gesagt, so als Basic. Und dann habe ich auch noch bei Claire's hier dieses Haarreifchen mitgenommen, das ist einfach so ein Kränzchen, das du dir so auf den Kopf setzt. Da habe ich nämlich auch ein Foto auf meiner Facebook-Page und Instagram gepostet und dann haben sehr viele gefragt, woher das ist. Also Claire's für, ich denke auch zwischen 10 Euro, sowas wird es gewesen sein. Und ja, finde ich auch sehr, sehr süß und trage ich extrem oft jetzt zur Zeit. Dann jetzt noch zu zwei Pflegeprodukten aus Berlin. Und zwar sind die von And Other Stories und ich kannte diesen Laden nicht. Ich bin total begeistert und verliebt in den Laden. Also die haben richtig coole Klamotten, richtig geile Pflegeprodukte sogar. Und das heißt was, weil ich hasse eigentlich die Eigenmarken von Klamottenläden, was Kosmetik betrifft. Also ich weiß nicht, schreib du mir mal gerne, ob du ein Freund davon bist, wenn ein Klamottenladen Kosmetik oder Pflege rausbringt. Ich persönlich finde das immer total weird und kaufe mir das auch nicht, weil ich mir immer denke, ja, die sind eigentlich auf Klamotten spezialisiert, warum zur Hölle machen die auch Kosmetik und Pflege? Die haben ja keine Ahnung davon, denke ich mir immer. Aber in dem Fall bei And Other Stories bin ich echt total überzeugt von den Sachen. Also es ist einmal ein Peeling und einmal eine Creme. Besser gesagt ein Body Soufflé. Es gab nämlich auch eine normale Body Cream. Also was gibt der genaue Unterschied, das weiß ich noch nicht so ganz, aber es hat Soufflé geheißen und deshalb musste ich das haben und nicht die Creme. Typisch ich. Das Peeling ist jedenfalls sehr genial. Es heißt Couture Carnival. 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 Couture Carnival. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall. Richtig geil, riecht nach, Moment, riecht nach Frucht, Pfirsich, Regenbogen. Es riecht so richtig nach Regenbogen und Cocktails, also so nach einem Cosmopolitan gemischt mit einem Sex on the Beach und Regenbogen. Die abgefahrenste Geruchsbeschreibung ever. Aber so riecht das, wirklich.
genial fruchtig und richtig gut. Und deshalb zur Verstärkung von diesem geilen Duft habe ich mir auch noch dieses Body Soufflé eben mitgenommen. Es riecht genau gleich. Es ist richtig genial einfach. Mag ich sehr gern. Und das letzte Teil, das ist gerade echt so perfekt. Jetzt rede ich gerade noch davon, dass die Sachen alle nach Cocktails riechen. Da denkt sich die Hälfte der Zuschauer eh schon, oh Gott, was ist denn das für eine Alte? Und jetzt habe ich auch noch das als letztes Teil hier. Stehe ich komplett da wie eine Säuferin oder so. Aber ich habe mir dieses Jack Daniels Shirt hier mitgenommen. Und zwar nicht, weil ich die ganze Zeit Jack Daniels trinke. Da muss man ja sehr vorsichtig sein auf YouTube, wie wir alle wissen. Sondern weil ich einfach dieses Logo und diesen Print extrem geil finde. Seien wir uns mal ehrlich. Also ich glaube, viele finden das extrem geil. Und deshalb musste das sein. Ich habe es auch schon in schwarz. Und ich trage es sehr gern zum abends irgendwo hinchillen in irgendeine Bar oder so. Oder einfach auf einem Konzert, auf einem Festival, hatte ich mein Schwarzes zum Beispiel an, am Nova Rock Festival. Und ja, liebe ich. Also ich finde es sehr cool. Schreib du mir mal, wie du diesen Print hier findest. Würde mich sehr interessieren, was da die Mehrheit so sagt dazu. Und auch, was du von solchen Blumenkränzchen hältst. Ob du das total bescheuert und Meschugge findest, wenn man mit solchen Blümchen herumrennt. Oder ob du das auch ganz süß findest. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal mit so einem Kunstblumenkranz rumlaufen würde. Aber es ist doch ganz süß. Man fühlt sich irgendwie wie so ein Hippie-Kind. Und ja, dann bin ich schon mal gespannt, was du zu diesen zwei Sachen zu sagen hast. Und auch wieder, was dein Lieblingsteil ist. Würde mich auch sehr interessieren. Ja, jetzt aber genug gelabert. Ich freue mich schon, von dir zu lesen. Und dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Tschüss. Weil ich Mädchen bin. Pole Dance Stange. Andrea und erwarten wilde Nächte zu zweit im Hotel. Dicke fette Party. Ach so, oh, muss ich jetzt die Jungs sprechen? Ganz ehrlich, das ist wie in so einem Horrorfilm. Oh Gott, ich krieg Angst. Hier sind schöne Männer. Und den alkoholfreien Sekt. Alkoholfreien Sekt. Den Robbie Bubble. Privatparty. Hey. Andrew Shakechun. Like dieses Video für mehr fliegende Brüste.